Seit Monaten wartet ihr. Seit Monaten? Was erzähle ich? Seit Jahren! Und die Warterei soll sich endlich bezahlt machen. Wie fange ich am besten an, die krankste Ankündigung aller Zeiten auf meinem Kanal rauszuhauen? Ich würde sagen, am besten mit etwas Schleichwerbung. Diesen Hoodie gibt es ab sofort käuflich zu erwerben. Nicht nur dieser wertige, wunderschöne, kuschelige, stylische, absolut muss ich haben Hoodie. Aber manche unter euch wissen, dass es sogar noch einen zweiten Merchandise-Hoodie gibt. Den ich gerade nicht am Start habe, wer weiß warum. Ich habe überall gesucht, aber irgendwie... Ja, ich schätze, den hat sich wieder irgendjemand ausgeliehen, weil es halt so ein geiler Pulli ist. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht. So blende ich an dieser Stelle einfach mal eins der Bilder ein, die in diesem unglaublichen Hoodie geschossen wurden. Es ist locker schon ein Jahr her, als ich die 250 Abonnenten auf Twitch geknackt habe. Zu diesem Anlass gab es einen 24-Stunden GTA-Stream. Zum Ende hin des 24-Stunden-Streams war ich auch ziemlich müde. Oh nein, oder? Ist das euer Ernst mit der Musik? Ich denke nur dran und muss gehen, ey, Wahnsinn. Auf jeden Fall war das eine richtig geile Aktion und es gab so viele Leute, die zum 24-Stunden-Stream eingeschaltet haben und ich habe wirklich bis auf Pinkelpause und Essenspause nonstop gezockt. Ein paar Follower später zum nächsten Abonnenten-Special, ich glaube, das waren dann die 500 Abonnenten, habe ich einen 48-Stunden-Stream Skyrim rausgehauen. Und dort hatten wir hunderte von Zuschauern, unglaublich viele Spenden, die im Stream reingingen, um mich zu unterstützen und den Scheiß, den ich mache. Ich habe mir ein paar Tage komplett von Arbeit freigenommen dafür und habe zum 48-Stunden-Stream auch sehr viel Unterstützung und Besuch in Person bekommen. Und auch andere Streamer aus tausenden von Kilometern Entfernung nur zu mir, um mich bei meinem 48-Stunden-Stream zu unterstützen. Und nach diesem 48-Stunden-Stream bestand nur noch eine Frage. Wird es einen 72-Stunden-Stream geben? Ich bin beim 24er eingeschlafen. Beim 48er ging es mir richtig schlecht. Und ich habe gesagt, pass auf Leute, das ist die Grenze für mich körperlich. Ich schaffe es einfach nicht, noch länger als 48 Stunden wach zu sein und zu streamen. Wir möchten ja ein gutes Vorbild sein und vor allem auch nicht die Gesundheit riskieren für diese ganze Geschichte. Und dieses Risiko können und wollen wir nicht eingehen. Gerade auch, weil noch ein kleiner, bitterer Beigeschmack in der ganzen Geschichte dabei ist, seit es vor ein paar Monaten zu einem Unglück eines anderen Streamers kam, der ebenfalls versuchte, viel zu lange zu streamen und umgekommen ist. According to early reports from PvP Live, the cause of death was heart complications due to sleep deprivation. Weil es neue Twitch-Richtlinien gibt und man sowas ankündigen muss und das genehmigt werden muss und das auch nur, wenn es vernünftig gemacht wird, kam ich zu dem Schluss, dass ein 72-Stunden-Stream in dem Format einfach nicht möglich ist. Aber wer sagt, dass ein 72-Stunden-Stream nicht dennoch möglich ist? Ich werde die Twitch-Verantwortlichen anschreiben und nachfragen, ob ich einen 88-Stunden-Stream starten kann. Ich werde für euch als 1000 Abonnenten-Special auf Twitch 24 Stunden für euch am Stück streamen. Anschließend wird es 8 Stunden Pause geben, in welchen ich schlafe, mich frisch mache, was ordentliches esse und mal rauskomme. In diesen 8 Stunden wird der Stream aber nicht offline gehen, sondern es wird für andere Unterhaltung gesucht. Wie das genau aussieht, werdet ihr wohl noch erfahren. Nach diesen 8 Stunden geht es erneut weiter mit 24 Stunden Stream, gefolgt von weiteren 8 Stunden, in welche ihr anderweitig unterhalten werdet. Und dann noch ein letztes Mal für 24 Stunden gestreamt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann wird das sein und was wird gespielt? Und bei letzterem lasse ich natürlich genauso wie im 24 und 48 Stunden Stream euch entscheiden. Am 18. August 2017 um 18 Uhr, wie sollte es auch anders sein, werde ich, also so ziemlich genau in einem Monat, die ersten 24 Stunden durchziehen. Also vom 18. auf den 19. von 18 bis 18 Uhr. Und am 22.8., also in der Gamescom-Woche, das wird auch gleich zum Thema werden, um 10 Uhr ist der Stream am Dienstag vorbei. Und er geht 88 Stunden, weil ich ihn nicht pausieren werde, außer es gibt mal technische Probleme oder sonst irgendwas, aber dann geht es gleich wieder online, also keine Sorge. Und in den Pausen, wie ich schon erwähnt habe, wird irgendwie anderweitig für
Unterhaltung sorgt. Sei es vielleicht ein anderer Streamer oder sei es vielleicht ein Community-Ding und ihr könnt untereinander ein bisschen spielen und talken und was auch immer. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig und ich freue mich richtig hart drauf. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass das mal wieder zu viel sein könnte, was ich mir dazu mute. Ich habe mir extra für diese 72-Stunden-Stream-Aktion Urlaub genommen und habe danach ebenfalls noch Urlaub, weil, und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Gamescom findet in der Woche statt. Und ich werde voraussichtlich vom 24. bis 26. auf der Gamescom vertreten sein. Somit ist der 72-Stunden-Stream eigentlich auch nochmal ein bisschen gut Werbung für uns. Zur Gamescom gibt es da auch einiges zu wissen, was ich dann aber in einem Extra-Video kurz nach meinem 72-Stunden-Stream und kurz vor dem Aufenthalt auf der Gamescom auf YouTube hochladen werde. Und da werde ich eure Hilfe brauchen, denn ich möchte mit euch zusammen nicht nur ein kleines Fan-Treffen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig, aber es gibt ja doch einige Leute, die mich vielleicht gerne mal treffen würden. Beziehungsweise möchte ich mit euch zusammen dort ein Video drehen und vielleicht sogar Leute pranken. Somit wird es zur Gamescom kurz vorher noch ein Video geben, was ihr genau von mir erwarten könnt. Kommen wir nun zum allerwichtigsten Thema und das sind die Spiele, die gespielt werden. Es wird eine Strawpoll-Umfrage geben. Ihr dürft voten, was ihr zum 72-Stunden-Stream sehen wollt. Und um das zu tun, müsst ihr einfach nur hier unten in der Beschreibung auf den Strawpoll-Link klicken und einfach ankreuzen, welche der vier Varianten euch am besten gefällt. Variante Nummer 1. Ich würde 72 Stunden lang Pokémon-Spiele spielen. Variante 2. Wir spielen Spiele-Trilogien. Und da gibt's richtig geile. Ich habe da mal so ein paar Vorschläge. Und ihr könnt natürlich in den Kommentaren auch drunter schreiben, was gefehlt hat. So könnte ich die Strawpoll-Umfrage vielleicht anpassen. Mögliche Trilogien wären Uncharted 1, 2, 3, 4. God of War. Assassin's Creed, die Ezio Collection. Und eventuell, auch wenn es davon mehr Spiele gibt, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Dann ist das Ganze hier natürlich noch ein bisschen spezieller, denn falls ihr euch für die Trilogie-Variante entscheidet, müsst ihr ja noch wählen, welches der Trilogien ihr zuerst sehen wollt. Wenn ich die durchhaben sollte in den 72 Stunden schon früher, dann kommt die nächste am höchsten gewerteste Spielereihe und die wird dann gezockt, bis halt die 72 Stunden rum sind. Also wird es da noch eine zweite Strawpoll-Umfrage dazu geben müssen. Option Nummer 3 besteht aus 3 Spielen, jeweils eins für 24 Stunden. Das Besondere an dieser Option, es wird nicht nur 3 verschiedene Spiele in 24 Stunden geben, sondern noch 3 verschiedene Spielepochen. Somit wird in den ersten 24 Stunden ein Spiel Erscheinungsdatum 1995 bis einschließlich 2000 gespielt. In den zweiten 24 Stunden um 2005 plus minus 2-3 Jahre. Und im letzten 24 Stunden Run ein aktuelles Spiel irgendwo ab 2010, 12 bis heute. Und die vierte und letzte Option. Mein Favorit. Ich spiele 72 Stunden lang nur ein einziges Spiel. Ein Spiel, und ihr werdet euch an den Kopf fassen, was ich vorher noch nie gespielt habe. Und auch keines der Vorgänger dieses Spiels. Somit ist das für mich nicht nur blind, was diese Spielereihe angeht, sondern auch blind, was das Spiel an sich angeht, was ich ausgewählt habe. Ich werde 72 Stunden lang Zelda Breath of the Wild spielen. Und ich kriege irgendwie schon Gänsehaut, wenn ich das ausdrücke. Ich habe so ein Gefühl, dass das auf jeden Fall, wenn es nicht sogar Platz 1 wird, relativ weit oben mitspielen wird. Aber ich möchte euch nicht beeinflussen. Ihr sollt das immer noch aussuchen. Denn ich mache das für euch, ich mache das nicht für mich. Und es soll dieses Mal nicht darum gehen, worauf ich am meisten Bock habe. Auch wenn es viele geben wird, die sagen, Alex, das ist dein 72-Stunden-Stream. Alex, das ist die Story, die du geschrieben hast, dass wir da an dem Punkt angekommen sind. Nein, darum soll es nicht gehen. Es soll dieses Mal nur um euch gehen. Und deswegen sollt ihr entscheiden, welches Spiel gespielt wird. Oder welche Spiele. Und ich freue mich einfach nur mega darauf, die geilste Zeit meiner Zockerkarriere mit euch zu verbringen. Ihr bekommt jetzt bis zum 31. Juli die Gelegenheit abzustimmen. Wenn es eine der Optionen wird, wo es noch ein zweites Strawpoll geben muss, also ein zweites Voting, dann werdet ihr nochmal 2 Wochen Zeit bekommen bis zum 14.08. Also fleißig voten. Ab hier in die Beschreibung. Auf den Strawpoll abstimmen, abstimmen. So viele Leute wie möglich finden, die ebenfalls dafür abstimmen, was ihr sehen wollt. Und ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mit am Start sein, Leute. Wirklich, lasst mich bitte nicht allein. Ich habe extra ein Datum gewählt, wo es auch übers Wochenende läuft. Ihr müsst mich einfach irgendwie unterstützen, irgendwie wach halten. Es wird eine Menge Community-Aktionen geben. Es wird Giveaways geben, zum Beispiel
Merchandise. Und es wird einfach nur das krankste und wahrscheinlich geilste, was ich auf YouTube und Twitch je gebracht habe. Und ich werde dieses Mal nicht nur auf Twitch streamen, sondern auch auf YouTube. Somit sind wir auf zwei Plattformen für 88 Stunden online. Wow, die Stromrechnung, was Freunde, ey. Ach ja, und bevor ich dieses Video beende, habe ich euch eigentlich schon von meinem Merchandise erzählt. Ich habe schon länger versprochen, eine Seite einzurichten, wo man sich Größen und Farben schon mal selbst aussuchen kann und direkt über diese Seite bestellen kann. Habe ich aber leider noch nicht geschafft. Deshalb, wenn euch das interessiert und ihr entweder diesen Pullover oder diesen Pullover bestellen wollt, müsst ihr einfach nur mir bei Facebook oder bei Instagram oder bei YouTube, und das wären diese Kommentare, schreiben, was ihr für einen Pulli wollt, welche Größe, und ich gebe euch Infos, was als nächstes gemacht werden muss. Denn leider kostet das auch ein bisschen Geld und ich habe nicht so viel, dass ich alle verschenken kann. Und ich werde übrigens auch, hoffentlich schaffe ich das noch bis zum 72-Stunden-Stream, mein Sortiment an Merchandise erweitern. Denn es wird ebenfalls bald Cappies von mir zu kaufen geben. Und da wird eines der ersten Caps. Denn hier auf dieser Fläche wird noch ein Bart-Symbol erscheinen, welches ungefähr so aussehen könnte. Gut, ich gehe jetzt eine Runde vorschlafen. Ihr stimmt bitte in der Zeit ab. Ansonsten bleibt geschmeidig und bis bald. Bleibt geschmeidig.